1828. In der Naturforschung herrschte die Meinung vor, eine Pflanze ernähre sich direkt von Erde, um zu wachsen und organische Substanz aufzubauen. Heute wissen wir, dass es anders ist. Jedoch war der Weg von damals bis heute sehr lang und mühselig. Diese Erkenntnisse bildeten die Basis für die Entwicklung der modernen Landwirtschaft, von der wir heute alle profitieren. Der Weg ist noch nicht abgeschlossen und wird dies vermutlich niemals sein. Und wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen wird, ist offen. Hi, ich bin Caro und zusammen mit Zara leite ich euch durch diese Videoreihe. In diesem Video wollen wir verstehen, wie über die Jahrhunderte hinweg naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung funktioniert und wie sie unsere heutige Welt geprägt hat. Wissenschaft verläuft nicht immer auf direktem Wege, sondern man stolpert manchmal über die ein oder andere Fehlvorstellung, auch Misskonzeption genannt. Wir schauen uns das hier am Beispiel der Aufnahme von Wasser und Mineralstoffen in Pflanzen genauer an. Dabei steigen wir früh in der Geschichte ein mit der Widerlegung der Humustheorie. Wenn es hier also um die Humustheorie geht, dann fragt ihr euch vielleicht, was ist die Humustheorie? Die Humustheorie besagt grob, dass eine Pflanze sich ausschließlich aus dem Humus des Bodens ernährt. Dann frage ich mich außerdem, ist Humus eigentlich gleich Boden? Die Entstehung des humusreichen Bodens ist ein langer Prozess, welcher das erste Mal vor ca. 450 Millionen Jahren im Laufe der Terrestrialisierung stattfand. Das heißt, mit der Besiedlung des Landes durch Pflanzen, die laut neuesten Erkenntnissen aus dem Süßwasser stammen. Er beginnt in klassischer Weise mit der physikalischen und chemischen Verwitterung von Gestein und der Zerkleinerung mineralischer Bodenpartikel, also durch beispielsweise Sonneneinstrahlung und Wasser. Eine große Rolle spielt dann die biologische Verwitterung, welche zum Beispiel durch Mikroorganismen stattfindet. Diese Vorgänge wiederum setzen Nährstoffe frei und ermöglichen die Ansiedlung von Pionierpflanzen. Sterben Pflanzen ab, wird das tote Pflanzenmaterial von einer Vielzahl von Tieren und Mikroorganismen abgebaut. In der Folge können sich mehr Pflanzen ansiedeln und durch weitere Zersetzungsprozesse abgestorbener pflanzlicher und tierischer Produkte entsteht Humus. Boden ist also ein Gemisch aus den zersetzten organischen Substanzen, dem Humus, mineralischen Bestandteilen, Wasser, Luft und pflanzlicher und tierischer Lebewesen. Damit ein Zentimeter einer humosen Bodenschicht entsteht, braucht es 100 bis 300 Jahre. Dies verdeutlicht, wie schützenswert die Ressource Boden ist. Also können wir sagen, Humus ist nicht dasselbe wie Boden. Doch wie hat sich die Betrachtung des Bodens über die Zeit verändert und wie hängt diese mit den Erkenntnissen aus den Pflanzenforschungen zusammen? Seit dem 4. Jahrhundert vor Christus haben sich Wissenschaftler mit dem Thema Nährstoffaufnahme und Wachstum in Pflanzen auseinandergesetzt. Hier werden einige davon vorgestellt und dabei früh in der Geschichte eingestiegen. Leider war die Suche nach Wissenschaftlerinnen in diesem Forschungsbereich erfolglos. Ursprung und Begründer der Humustheorie ist Aristoteles. Mit ihm fing alles an. Aristoteles war einer der einflussreichsten Philosophen und Naturforscher unserer Geschichte. Außerdem war Aristoteles der erste Begründer der Humustheorie. Er soll gesagt haben, dass ein Kreislauf zwischen Humus und Pflanze stattfindet. Die Pflanze ernährt sich von Humus, welcher nach dem Absterben der Pflanze wieder entsteht. Verschriftlicht wurde davon allerdings nichts. Parallel zur Forschung an der Humustheorie entwickelten sich weitere Theorien zur Mineralstoffaufnahme in Pflanzen, wie beispielsweise die Wassertheorie von Johann Baptista van Helmont aus Brüssel. Van Helmont war Arzt, Naturforscher und Chemiker. Er beschäftigte sich mit vielfältigen Themen. Als Naturforscher lag sein Interesse unter anderem bei der Frage, ob Organisches aus Unorganischem entstehen könne. Eine Auffassung, welche Aristoteles vertrat. Er wollte gezeigt haben, dass Mäuse spontan aus feuchtem Weizen und dreckigen Lappen entstehen können. Ein Experiment, welches aus heutiger Sicht nicht sehr aussagekräftig erscheint. Seine Experimente zu der von ihm begründeten Wassertheorie hingegen sind rationaler. Dabei versorgte er eine Weide mit nichts als Wasser und wog zu Beginn und am Ende Pflanze und Substrat. Da die Weide ihr Gewicht stark erhöhte, das Substrat jedoch kaum abnahm, zog er den Schluss: 164 Pfund Holz, Rinde und Wurzeln entstanden aus Wasser allein. Außerdem entdeckte er einen von ihm betitelten wilden Geist, den wir heute als Gas, in diesem Falle Kohlenstoffdioxid, kennen, welches er durch Verbrennung entdeckte. Eine etwas modernere Sicht auf das Thema Gase und auch Nährstoffaufnahme von Pflanzen hatte der Schweizer Chemiker und Pflanzenwissenschaftler Nicolas Théodore de Saussure.
Er zeigte unter anderem, dass Pflanzen den Großteil des Kohlenstoffs aus der Luft aufnehmen und nicht aus der Erde, wie einige Wissenschaftler zu diesem Zeitpunkt annahmen. Außerdem zeigte er, dass die Pflanze bestimmte essentielle Nährstoffe zum Wachsen benötigt, doch das hatte wenig Echo in der Wissenschaft. Zur selben Zeit forschte Albrecht Daniel Theer an der Nährstoffaufnahme von Pflanzen, kam jedoch zu anderen Schlüssen. Er war ein deutscher Arzt und Wissenschaftler und beschrieb im Jahre 1809 als erster Wissenschaftler die Humustheorie in dem Artikel Principles of Agriculture. Darin sprach er unter anderem darüber, dass alle Nährstoffe der Pflanzen aus dem Humus stammen und Elemente wie Kohlenstoff oder Nitrat durch eine bestimmte Kraft der Pflanze weiter umgewandelt würden. Dass das so nicht stimmen kann, ist uns mittlerweile allen klar. Obwohl de Saussure seine Forschung vor Theer veröffentlichte, nahm dies kaum Einfluss auf die Schlussfolgerungen bezüglich der Humustheorie. Dies macht deutlich, dass die Kommunikation zwischen WissenschaftlerInnen zu dieser Zeit deutlich eingeschränkter war und weniger Austausch untereinander stattfand. Doch wie kam es schließlich zur Widerlegung der Humustheorie? Die damalige Auffassung der Wissenschaftler dazu bestand offensichtlich nicht nur aus Misskonzeptionen, jedoch war der Forschungsstand im Vergleich zu heute noch lückenhaft und fragmentiert. Denn heute wissen wir, dass die Humustheorie nicht stimmte. Doch eine entscheidende naturwissenschaftliche Erkenntnis fehlte noch zur endgültigen Widerlegung der Humustheorie. Durch ein simples, aber sehr elegantes Experiment konnte der deutsche Agrarwissenschaftler Karl Sprengel 1826 die Humustheorie widerlegen. Damit hat er einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung der Mineralstoffaufnahme von Pflanzen geleistet. Dies wird als Wendepunkt in der Pflanzenforschung gesehen und hat den Grundstein der modernen Landwirtschaft gelegt. Zunächst ermittelte er das Gewicht der eingesetzten Erde, was in seinem Versuch 100 Kilogramm betrug. Das Gewicht der Jungpflanze ermittelte er separat. Dieses betrug 2,5 Kilogramm. Anschließend pflanzte er die Jungpflanze ein und ließ sie für 5 Jahre wachsen. 5 Jahre später. Nun wiederholte er sein Vorgehen und wog wieder separat das Gewicht der Erde und der herausgewachsenen Pflanze. Wie erwartet hatte die Pflanze an Gewicht zugenommen. Sie wog nun 84,5 Kilogramm. Die Erde jedoch hatte kaum etwas ihres Ursprungsgewichts eingebüßt und wog noch immer 99,5 Kilogramm. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass van Helmont ein beinahe identisches Experiment durchgeführt hat. Allerdings hat Sprengel daraus andere Schlüsse gezogen. Dies verdeutlicht, dass es neben der korrekten Durchführung eines passenden Experiments auch auf die korrekte Interpretation der Daten in einem wissenschaftlichen Kontext ankommt. Erst dann wird ein Schuh draus und liefert wissenschaftliche Erkenntnis. Karl Sprengel zog also aus dem Experiment den Schluss, dass Pflanzen nicht den Großteil ihrer Biomasse aus der Umwandlung von Erde gewinnen, sondern etwas anderes der entscheidende Faktor zum erfolgreichen Wachstum von Pflanzen ist. Dies sollte Sprengel im Laufe seiner Forschung teilweise aufdecken. 2 Jahre später, 1828, formulierte er als erster die Mineralstofftheorie und das Minimalgesetz. Dazu veröffentlichte er seine mehrteilige Publikation von den Substanzen der Ackerkrume und des Untergrundes. Darin definierte er die Mineralstofftheorie, welche besagt, dass Pflanzen essentielle Nährstoffe benötigen, welche nicht zwangsläufig aus der Erde stammen müssen. Das Minimalgesetz formulierte er ebenfalls darin, somit hatte er den limitierenden Faktor festgelegt, den Pflanzen zum Wachsen benötigen, und zwar die essentiellen Nährstoffe. Wenn also einer der Nährstoffe nicht ausreichend zur Verfügung steht, wird das Wachstum der Pflanze eingeschränkt bleiben, auch wenn von den anderen Nährstoffen mehr gedüngt wird. Parallel haben ebenfalls zahlreiche weitere Wissenschaftler essentielle Erkenntnisse beisteuern können. Obwohl Sprengel den Grundstein zur Widerlegung der Humustheorie geleistet hat, verbindet man diese Fakten meist mit dem Namen Justus von Liebig. Von Liebig hatte einen stärkeren Drang an die Öffentlichkeit und seine Publikationen wurden somit auch stärker wahrgenommen. Es ist grundsätzlich Teil der Wissenschaft, auf bereits generierte Ergebnisse aufzubauen und diese weiterzuentwickeln. Auf energische Weise trieb der deutsche Chemiker von Liebig die Forschung an anorganischen Düngemitteln und die Verbreitung der Mineralstofftheorie Sprengels voran, welche deswegen bald nur noch Liebigs Mineralstofftheorie hieß. Es gelang ihm, die Naturphilosophie und Naturwissenschaft endgültig zu trennen und den Weg in die moderne Naturwissenschaft zu bereiten. Er war Pionier auf seinem Gebiet und besaß das erste moderne Labor, wo er Mitte des 19. Jahrhunderts den ersten Phosphatdünger entwickelte, der heute noch der meistverwendete der Welt ist. Gemeinsam haben die genannten und noch viele weitere WissenschaftlerInnen zu unserem heutigen Bild vom Wachstum und der Nährstoffaufnahme bei Pflanzen beigetragen.
Die Humustheorie wurde vielfach widerlegt und viele weitere Versuche untermauerten die Mineralstofftheorie. Damit hat sich die moderne Landwirtschaft entwickelt und beispielsweise Düngung und Bewässerungssysteme wurden ein fester Bestandteil. Doch ist die Humustheorie Stand heute komplett widerlegt oder ist vielleicht doch etwas dran an dem Gedanken? Mittlerweile wissen wir, dass auch organische Verbindungen wie Aminosäuren direkt vom Boden in die Wurzeln über Transporter aufgenommen werden. Das beschreibt zwar nur einen winzigen Teil der Nährstoffaufnahme in Pflanzen, stimmt jedoch grundsätzlich schon. Trotzdem kann man natürlich nicht die Humustheorie bestätigen, weil ihr Grundgedanke widerlegt bleibt. Wir haben bis jetzt anhand eines bestimmten Forschungsgebietes gesehen, wie naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung ablaufen kann. Sie läuft in einer Vielzahl von Forschungsdisziplinen ab, die von verschiedenen NaturwissenschaftlerInnen bearbeitet werden. Demnach werden Theorien bestätigt, ergänzt oder widerlegt. Es ist also Teil der Wissenschaft, Annahmen immer wieder zu hinterfragen und aufs Neue zu überprüfen. Wer das gut auf den Punkt gebracht hat, ist Karl Popper mit seiner Falsifikationstheorie. Er verdeutlicht die Theorie anhand des folgenden Beispiels. Wenn man beispielsweise die Vermutung hat, alle Schwäne seien weiß, ist dies sofort durch die Existenz eines einzigen schwarzen Schwans widerlegt. Es ist völlig egal, wie viele weiße Schwäne gesehen wurden, ein einziger schwarzer Schwan widerlegt die Theorie, dass es nur weiße Schwäne gäbe. Eine Theorie kann durch eine Beobachtung gestützt, aber niemals endgültig bestätigt werden. Es reicht hingegen eine Beobachtung, um sie zu falsifizieren. Eine Beobachtung kann also niemals die komplette Richtigkeit einer Theorie begründen, sie jedoch mit Sicherheit widerlegen. Somit ist nach Popper der Stand der Wissenschaft nie abschließend, sondern stets ein Zwischenstand. Ein gutes Beispiel dafür ist Albert Einstein, der es wagte, bereits etablierte Theorien zu hinterfragen und auch zu falsifizieren, sogar seine eigenen. Ein schlechtes Beispiel dafür sind die Flat Earther, die ihre Erkenntnisse davon abhängig machen, ob sie zu ihrer Theorie passen. Falsifizierungen und Fakten, die das Gegenteil beweisen, werden von diesen Menschen einfach ignoriert. Das Beispiel Humustheorie hat gezeigt, wie Erkenntnisgewinnung ablaufen kann. Dabei war die Falsifizierung einiger Hypothesen wichtig, die sich als Misskonzeption erwiesen haben. Das nahm mehrere Jahrhunderte in Anspruch. Es zeigt den Übergang der naturphilosophischen Herangehensweise an die Wissenschaft zu unserer heutigen mehrheitlich mechanistischen Denkweise. Doch haben wir heute wirklich alle Misskonzeptionen in Bezug auf die Nährstoffaufnahme von Pflanzen aufgelöst? Da der aktuelle Wissensstand niemals die Endstation sein wird, ist es durchaus denkbar, dass es noch grundlegende Fehlvorstellungen gibt. Deren sind wir uns vielleicht noch gar nicht bewusst. Daher ist es wichtig, dem eigenen Wissensstand offen und reflektiert gegenüberzustehen. Im nächsten Video werfen wir einen Blick auf eine bis heute weit verbreitete Fehlvorstellung und wie wir diese im modernen Labor widerlegen könnten. Wie wichtig die Forschung rund um die Humustheorie war, verdeutlicht dieses Zitat. The battle over the humus theory was as much about our assumptions about science and the way we pursue it, as it was about how matter was cycled between plants, soils and the atmosphere.